Herr Lindner, hallo, freut mich. Ich will selbst Bauer werden. Haben Sie irgendwelche Tipps für mich? Was muss ich da machen? Ich glaube, als Bauer brauchen Sie erstmal eine Berufsausbildung. Das ist nämlich nicht, was man so eben so mal macht, wie im Garten, sondern da braucht man eine ordentliche Berufsausbildung, einen ehrlichen Beruf. Also anders als wir beide, Journalisten und Politiker, schön, da muss man wirklich was können. Ja, das ist selbstkritisch, das finde ich gut. Ja. In welche Richtung wollen Sie denn Landwirt? Egal. Hauptsache weg vom Fernsehen, egal. Weg vom Fernsehen? Ja, dann müssen Sie auf Öko machen. Dann haben Sie die meiste Arbeit und den geringsten Verdienst. Das ist ein totaler Scheißtipp. Wieso das denn? Und wie komme ich da an das Geld? Welches Geld? Ich will ja selber auch Geflügelbauer werden. Könnten Sie mir jetzt mal zeigen, wie man so einen Küken professionell schreddert? Oh nein, wir schreddern solche Küken nicht. Nein. Ich dachte, die werden heutzutage, werden die Männchen nicht geschreddert in Deutschland? Nein, die bekommen die Schlangen im Zoo. Ach so. Ja. Ja, Mensch, unsere Zuschauer kennen Sie ja eigentlich noch gar nicht. Ich kenne Sie auch nicht. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor, was Sie so machen. Mein Name ist Svenja Schulze, ich bin Bundesumweltministerin. Schulze wie Schulz? Schulze wie Schulze. Natürlich kein gutes Omen erstmal, ne? Doch, klar. Heißen viele, ist ein beliebter Name. Ich will selbst Bauer werden. Haben Sie eine Idee, wie ich das nach aktuellem Wissensstand mache, um möglichst viele Fördergelder abzugreifen? Muss der Betrieb möglichst groß und möglichst asozial sein? Naja, im Moment gibt es die Fördergelder der EU, vor allen Dingen, wenn man viel Fläche hat. Also es wäre ganz gut, wenn Sie viele Flächen haben, auf denen Sie dann Landwirtschaft betreiben. Und das ist genau das, was ich falsch finde. Was ist das denn jetzt hier? Das ist ein Ferkelnarkosegerät für die Isoflurankastration. Ah, da werden die Ferkel mit kastriert? Da werden mit kastriert. Ich kann Ihnen schnell vorzeigen, wie das gemacht wird. Ja, gerne, gerne. Das Ferkel nimmt man von der Bucht so weg, drückt hier, fährt so rein, macht so zu. Dann geht's so fest. Ja, man kann es auch hoffen lassen, das ist egal, aber wenn zum Fixieren nachher, das ist schön, sind sie schön so weg, dass man schön kastrieren kann, wie ihr hier auf dem Film seht. Dann kommt die grüne Lampe. Zuerst. Nein, nicht jetzt. Passiert nichts, passiert gar nicht. Draufdrücken. Nein, ich drücke Sie nicht den grünen Knopf. Das ist ja. Ich bin der Erfinder vom Ganzen. Sie sind der Erfinder von der Ferkel-Kastrationsmaschine? Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass es eine Frau erfindet, so eine Kastrationsmaschine. Wahrscheinlich mitgeholfen, meine Frau. Es ist eine fantastische Karriere, von der Weinkönigin zur Schweinkönigin. Oder Ferkelkönigin, wenn Ihnen das machen Sie so beruflich? Ich bin auch im Schweinebusiness tätig. Sie sind nicht berufstätig, glaube ich. Nee, ich habe auch Abitur und Führerschein. Okay. Also ich muss Ihnen auch mal ein Kompliment machen. Sie haben mir gezeigt, in was für einem freien Land wir leben. Einem Land, in dem man Schweine ohne Betäubung kastrieren kann. 2 Jahre lang noch. Fantastisch. Das wird sich ändern und ich sage Ihnen, dadurch, dass ich jetzt etwas auf den Weg gebracht habe, was es vorher nicht gab, dass wir jetzt die Isofluran-Verordnung, da geht es um eine Vollnarkose und wir werden am Ende dieser 2 Jahre weiter sein als alle anderen europäischen Länder. Okay, erzählen Sie es nicht mir, erzählen Sie es den Ferkeln. Das sind die armen Schweine. Nochmal, es geht darum, dass wir zum Beispiel auch bei meinem Tierwohlkennzeichen, das ich entwickle, da wird eine Betäubungsläuse Fackelkastration nicht möglich sein. Das heißt, wenn Sie Fleisch kaufen mit einem Tierwohlkennzeichen, dann ist das Fleisch von nicht betäubungslos kastrierten Schweinen. Also ist dann nicht von denen. Okay. Wissen Sie, was ich meine? Nee. Also, guten Hunger. Ja. Wenn Sie Bauer werden wollen, ist es gut, wenn Sie Land halten. Land? Land, ja. Haben Sie schon eine Frau? Nee, interessiert sich nicht für mich. Interessiert sich nicht für mich. Das ist auch schlecht. Ne? Aber wir müssen ja schauen, wie Sie an Landbesitz kommen. Ja. Also einheiraten, meinen Sie? Zum Beispiel, ja. Dann heirate ich eine reiche Bäuerin dann, oder wie? Wäre eine Idee. Haben Sie Kontaktdaten? Nein. Und wenn ich die hätte, würde ich Ihnen doch nicht geben. Klickt hier für weitere Heute-Show-Videos. Und klickt hier... Verdammt, Moment. Und klickt hier, um den Channel zu abonnieren.